Und da sind wir wieder bei einer weiteren Runde von Fire Emblem Awakening, hier mit mir, Sephi. Und wir sind stehen geblieben bei der Nebenquest Nummer 21, die wir sogleich in Angriff nehmen werden. Nebenquest 21, der Geist der Klinge. Davon kann ich eine Art Ruine erkennen. Right. Keine Ruine, meine Dame. Es ist ein Grab, erbaut zu Ehren unserer größten Krieger. Hier liegen jene Krieger, die die Fundamente von Joneson errichtet haben. Dies geschah jedoch nicht auf die übliche Art, mit Stein und Mörtel. Sie begründeten die Existenz unseres Landes mit ihren Klingen. Jedes wahre Kind von Joneson erkennt ihren Namen wie die der eigenen Familie. Das heilige Schwert, die Dämonenklinge, der rote Griff. Sie mühten sich ihr Leben lang. Erst im Grab fanden sie ihre lang ersehnte Ruhe. Doch nun finden an diesem Ort weder die Toten noch die Lebendigen ihren Frieden. Selbst in den hintersten Ecken wimmelt es nur so von Untoten. I see. Kürzlich sind uns üble Gerüchte über diesen Ort zu Ohren gekommen. Dörfler behaupten, sie sahen euren Bruder, Yenfei, wie er durch die Gewölbe wandelte. Am Tod meines Bruders gibt es nichts zu deuteln. Ich sah es mit eigenen Augen. Die Toten kommen nicht zurück. Nur Narren glauben an etwas anderes. Yenfei ist für immer fort. Right. Ihr sagt, die Toten kommen nicht zurück. Doch was ist mit den Untoten, meine Dame? Wenn ihr die Untoten in Betracht zieht, ist es durchaus möglich, dass euer Bruder... Nee. Schweigt, Dritter. Es ist eine Grausamkeit, solch einen Gedanken zu äußern. Wäre er den Sensenmann jedoch entwischt, würde ich gerne nochmal mit ihm sprechen. Und da vorne steht der gute Yenfei auch schon. Leider hält er alleine nicht allzu lange durch, deswegen werden wir Maribel gleich eine Rettung in die Hand drücken und ihn herretten. Und, Kiel, du bleibst mal zu Hause, wir nehmen Sairi stattdessen mit. Sie muss nämlich mit ihm reden. Wo ist sie denn? Da ist sie. So, dann kriegt Maribel noch eine Rettung. Ich hoffe, wir haben noch eine. Da ist schon eine. So, perfekt. Sonst noch irgendwas, was ich wissen sollte? Das kannst du ablegen. Ja, alles gut, weiter geht's. Weiter, los geht's. Yenfei ist tot und ich ebenso. Ich gebe seiner Schwester diese Klinge in der Hoffnung, dass sie uns Friede bringt. So, ihr tut euch mal zusammen und haut den mal. Vielen Dank. Bye. As it must be. So. Nein, 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 nein. Da. Die könnten wir nicht mal Elite geben, damit du mehr EP durch Stäbe kriegst. Guten Tag. Yenfei, vergib mir, aber das kann nicht sein. Wie ist es möglich, dass du lebst? Verzeih mir, aber ich bin nicht mehr der Bruder, den du kanntest. Wie kannst du so etwas sagen, da ich dich hier vor mir stehen sehe? Weil es wahr ist, ich bin Yenfei, doch nicht der, den du kanntest. Mein Platz ist nicht mehr in dieser Welt. Bitte, Bruder, ich verstehe nicht, wie kann... Warte, Yenfei, geh nicht fort! So, jetzt ist er... Er hat sich jetzt entschlossen, bei uns zu sein. Wie auch immer er das getan hat. So, jetzt müssen wir hier nur ein bisschen für Ordnung schaffen. Sehr schön, das reicht. Ah, Tiki levelt immer so schön schnell. Wow, und so gut. Das war doch mal ein Level Up. So, Chrom, dann darfst du dich kümmern. Na. So.
Naja gut, Jerome wird sicherlich mit angreifen. Und der hat immer noch seine Kriegeraxt ausgerüstet. Also wenn der zuschlägt, tut das richtig weh. Sehr schön. So, noch irgendwer Affchen Fay ist noch da. So. Reicht fast für ein Level Up. Aber eben auch nur fast. Alter, die machen ja alle ganz gut Schaden, ne? Gut, dass sich die meisten unserer Charaktere selber heilen können mit Sonne. Wir können Klom eigentlich mal in die Klassen. Vielen Dank, Odelia. Und Level Up. Schönes Level Up. Norbert trifft. Immerhin recht bald für ein Level Up. Ah, danke schön. Oh, Magie. Das ist gut gemacht, Obain. Kann sich Nadeln snacken. Na, hoffentlich trifft sie auch. Ah, der ist versucht. Da will man immer was Gutes tun. Und dann sowas. So, Yanfei, du kannst es doch bestimmt, ne? Gut. Das hättest du auch eher machen können. Wegen 1 KP lohnt sich das kaum. So, na kurz heilen. So, vielleicht greift Steyr mit an. Merci.
überlege gerade, hier sind ja quasi nur Schwertkämpfer, ne? Oh ne, der hat einen Tomahawk, okay. Ansonsten wäre ich jetzt auf Lanze gewechselt. Ja, toll. Silberaxt ausrüsten. Dann machen wir das so. Ausgerüstet. Es muss ja nicht immer der, das teure Dingsens Beil sein. Die teure Kriegeraxt. Kann ich auch einfach mal mit der ganz normalen Silberaxt zuschlagen. Seht ihr, das macht auch genug Schaden. Oh, schön. Ja, du hast ganz schön viel KP. Aber nicht genug KP für Lucina. Alter, weicht doch nicht einfach Rowan aus. Der Arme. Ach man. Dann eben so. Heilen. Yay. So. Jetzt geht es ihm auch besser. Der Rest kann weiter vorrücken. Und Tiki kann auch noch zwei Level haben. Ist ja auch schon auf 30. Das Maximallevel der Manaketen. Ich habe gerade so irgendwas, die in zwei Wochen zu Ende gelesen. Wie peinlich. Wir stellen uns hier mal ganz zögerlich herein. Mit ein bisschen Unterstützungshilfe sollte das doch zu machen sein. Oder auch nicht. So. Sozusagen das Ziel. Alle besiegen, alles klar. Ah, ihr kommt jetzt angeschissen. Wie ist die Fledermaus da gerade durchgeflogen? Das sieht sehr seltsam aus. So, machen wir ihn auch weg. Mann, aktiviert sich Sonne häufig bei Cordelia. Und wir sind hier schon bei... Oh, kein Wunder, bei knapp 50%. Oder sogar mehr als 50%. Wie Nigo denn? Wesentlich weniger. Ah, ich glaube, ich stelle Lucina mal nach vorne.
So. Also bei einer Wahrscheinlichkeit von 29 sich treffen zu lassen, ist schon ein bisschen doof. Yay, Verteidigung. Yay, Level up. Nicht, dass sie es nötig hätte. Yay, Magie und Resistenz. Wir haben nicht zufällig noch eine Schmiede auf Tasche. Noch haben wir. Können wir mal eben Nagas Buch wieder flicken. Schön, Stärke. So. So, der Rest rückt mal zögerlich nach. Ey, wir gehen in die Offensive. Kann ihn bevorschwächen. Cynthia ist doch genau die Richtige für den Job. Das sieht auch schon zur Maximalwerte. Naja, gut, sie werden die Klasse ja bald wieder verlassen. So, dann stelle ich mal Christina davor. Und der Rest drückt wie immer nach. Hi, Anführer. Oh, schön. Dabei hat er immer noch eine Crit-Wahrscheinlichkeit von 20. Deshalb wäre ich dir ein bisschen Sorgen gemacht. Yeah, ein Soul Cutty und eine Tempofeder. Wie großzügig. So, bye. Nächster. So, habe ich mal das Stahl mit angreift. Danke. Ach, schöne Resistenz. So, wir kümmern uns mal um die hier. So.
Dann fegen wir hier mal sozusagen zusammen.